Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Video ist gerade sehr spontan und ich bin einfach nur mega platt, weil ich momentan sehr viel lerne für meine theoretische Prüfung, da ich ja meinen Führerschein mache und ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, weil ich sehr Angst hatte vor dieser Prüfung. Aber ich werde sie jetzt demnächst machen, sehr bald sogar, wahrscheinlich am 6.3. Aber irgendwie müssen noch die ganzen Sachen eingereicht werden. Die habe ich gestern abgegeben alle. Also Passbild und alles. Deswegen hoffe ich, dass das dann jetzt die Tage an der Fahrschule ankommt und alles ready ist, damit ich meine Prüfung machen kann. Die will ich nämlich echt hinter mir haben, weil ich möchte... Also ich werde bald 18 und ja, ich möchte einfach einen Führerschein haben. Wer will das nicht? Deswegen, ja... bin ich momentan sehr viel am Üben und ich bin einfach mega kaputt und ich bin auch sehr müde. Es ist 1 Uhr nachts und viele denken sich jetzt, hä, wenn du doch müde bist, warum gehst du nicht schlafen, warum drehst du lieber ein Video? Ja, ich habe gerade einfach, also ich bin hier gerade an meinem Laptop und ich habe mir gerade einfach ein paar Kommentare durchgelesen, eure Nachrichten durchgelesen und mir ist auch ein bisschen schlecht dadurch, weil ich habe sehr schlimme Texte lesen müssen von euch, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben. Das jetzt auch der Grund ist, warum ich jetzt das Video mache, weil mein Körper und mein Herz und mein Kopf sagen mir einfach, Enya, du machst jetzt dieses Video, weil ich jetzt gerade darüber reden möchte. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es der Zeitpunkt, wo ich am besten darüber reden kann. Wenn ich jetzt das Video morgen machen würde, bin ich nicht so in dieser... Ja, dann fühle ich das nicht so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? So, keine Ahnung, jetzt fühle ich mich einfach so... Das muss einfach jetzt gerade raus, deswegen will ich das Video machen. Ich weiß, ich kann nicht jedem helfen. Es wird vielleicht nicht bei einigen besser, ich weiß. Aber ich möchte einfach, dass ihr euch nicht da draußen alleine fühlt. Ich versuche wirklich alles, damit es euch gut geht und... Ich will einfach nicht, dass so viele darunter leiden, weil ich das selber durchgemacht habe. Ich habe mich geritzt, ich habe Selbstmordgedanken gehabt und ich habe es so oft gelesen. Echt, ich habe Nachrichten bekommen, da würdet ihr einen Schock kriegen. Echt, das ist so schlimm, dass diese Personen auch Selbstmordgedanken haben. Und da wurde mir einfach so schlecht, weil ich mich so da rein versetzen kann. Und mir denke so, Enya, das darfst du nicht ignorieren. Sowas. Wenn ich sowas ignoriere, das kann ich mir selber nicht. Das kann ich mir selber nicht so verzeihen, einfach. Weil das ist einfach ein Thema, was wirklich so vielen betrifft, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich meine, klar, wusste ich schon von vornherein, dass viele gemobbt werden. Aber dass das so krass ist, vor allen Dingen so viele aus meiner Community, wo ich eigentlich denke, die sind super glücklich, aber dann doch auspacken, das ist echt mutig auch von euch, das muss ich euch mal lassen. Also ein Lob an euch, ihr lobt mich ja auch immer, wenn ich auspacke, deswegen lobe ich jetzt euch. Ja, und ich kann dir nur sagen, euch da draußen sagen, nehmt die Hilfe eurer Eltern an, redet mit denen, zeigt denen, dass es euch nicht gut geht und die werden euch auf jeden Fall unterstützen. Ihr braucht gar keine Angst haben. Die werden euch unterstützen. Die wollen doch auch nicht, dass es ihren Kindern schlecht geht. Das will kein Elternteil. Das ist doch selbstverständlich. Und die werden auch nicht sauer sein oder sonst irgendwas. Die werden dir da draußen helfen. Und ich kann dir eins sagen, bitte nimm die Hilfe an, weil ich habe einfach gesehen, wie viele abstürzen. Durch Drogen oder keine Ahnung. Ich packe Drogen nicht einmal an. Ich will damit nichts zu tun haben. Ist meine Meinung. Ich rauche auch gar nicht, gar nichts. Und ich kann euch sagen, packt das Zeug niemals an. Niemals. Ehrlich, ich meine das komplett ernst. Probiert das auch gar nicht aus. Niemals. Ich meine das wirklich ernst. Ich möchte das nicht, dass ihr das macht, okay? Ich mache das nicht. Also dürft ihr das auch nicht. Also, packt das niemals an. Ihr werdet mir später dankbar sein. Und ich weiß, die Freunde, alle Freunde machen das, auf dem Schulhof, keine Ahnung, die sind alle cool und nicht alles so. Aber ganz ehrlich,
Da brauchst du gar nicht mithalten, weil du bist cool. Wenn du das nicht machst, wenn du das Zeug nicht anpackst, dann bist du cool. Ja. Genauso wie ich. Ich hab's. Ciao. Deswegen, ich hab mit solchen Leuten auch gar nichts zu tun. Ich bin auch ehrlich, möchte auch nicht mit solchen Leuten zu tun haben. Ich bin natürlich, heißt das jetzt nicht, dass ich sage so, ich hasse den und bah, geh mal weg. So ist, ich möchte einfach engen Kontakt, wirklich richtig engen Kontakt möchte ich mit solchen Leuten nicht zu tun haben. Und deswegen, und ich sehe einfach, wie viele dadurch abstürzen. Und ich bin einfach froh, dass ich dieses Zeug nicht angepackt habe. Was ich jetzt demnächst dann vorhätte, wäre, dass ich halt, ja, diese Videos machen werde, indem ich halt eure Sachen vorlese oder einblende, was auch immer, und dazu halt was sagen werde und versuchen werde, für euch da zu sein, euch zu helfen, was mir sehr wichtig ist. Ich habe es jetzt in diesem Video noch nicht gemacht, weil ich erstmal eure Meinung dazu hören möchte. Und ihr mir auf jeden Fall in diesem Video, also unter diesem Video in den Kommentaren schreiben könnt, wie es euch ergangen ist, wie ihr es geschafft habt, was euch passiert ist. Und ich auf jeden Fall so eine Reihe mache darüber. Und in jedem Video halt eure Texte vorlese und dazu was sagen werde. Also gilt dieses Video jetzt sozusagen als meine Frage an euch. Wollt ihr das denn sehen? Wollt ihr solche Videos? Ich meine, ich werde natürlich auch meine normalen Videos machen, aber mir ist dieses Thema sehr wichtig und ich möchte einfach nicht, dass ich einen auf glücklich mache, dabei die ganze Zeit über solche Sachen denke, dass es euch irgendwie nur schlecht geht, also vielen da draußen schlecht geht, und ich kann da nicht einen auf hier, ja, Make-up-Tutorial-Scheiße machen, also tut mir leid, das sehe ich so, und da draußen eigentlich voll viele mir Texte schreiben, wie scheiße es denn geht, dann kann ich nicht noch hier einen aufmachen, halt, ne, das geht einfach nicht, das möchte ich nicht und das werde ich auch nicht machen, das müsst ihr auch akzeptieren, wenn nicht, müsst ihr halt einen anderen Kanal suchen, wo ihr gerne Beauty-Videos gucken wollt. Ich werde natürlich Beauty-Videos machen, aber mir ist es halt auch sehr wichtig, dass viele sich selbst lernen zu lieben und sich selbst akzeptieren. Ja, ich das einfach damit so mit meinen Videos halt erreichen kann. So, das wäre einfach mein Wunsch. Ich weiß, ich kann da nicht jedem helfen. Wie gesagt, ich bin keine Psychiaterin, aber ich gebe wirklich mein Bestes und ich hoffe, ihr nehmt euch das auch zu Herzen. Ja. Das macht meinen Kopf irgendwie so ein bisschen durcheinander, ne? Das ist immer so, keine Ahnung, immer so ein bisschen so. Inga, was sollst du jetzt machen? Deswegen, ich werde mich auf jeden Fall auseinandersetzen, viele Dinge suchen, vielleicht ihr mir auch in den Kommentaren schreibt, was euch geholfen hat, das wäre auch sehr wichtig, dass ich das dann auch im Video dazufügen kann, also in den nächsten Videos, damit ich nicht nur meine Meinung habe, sondern dass es mehrere Meinungen gibt und ihr euch ein bisschen austauschen könnt, helfen könnt, euch auch gegenseitig helfen könnt. Ja, deswegen, ich hoffe, ihr habt Interesse dran und möchtet mehr solcher Videos dann sehen, halt wo ich dann was vorlese und ja, was dazu sagen werde. Und ja, ich habe euch ganz erlebt. Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen, weil ich bin sehr müde. Und ja, ich finde, meine Videos sind immer so ein bisschen so. Kennt ihr diese, eigentlich so, habe ich das gar nicht geplant, so real zu sein. So mich einfach so chillig vor der Kamera einzusetzen und einfach so zu reden. So,
andere planen immer viel und setzen sich so vernünftig vor der Kamera und Hintergrund. Also ich meine, apropos Hintergrund, ich werde im nächsten Video, wird ein neuer Hintergrund kommen. Ich konnte es jetzt nicht machen, weil ich jetzt nicht ins Wohnzimmer kann. Die ganzen Sachen sind im Wohnzimmer. Meine Eltern schlafen aber gerade, deswegen kann ich hier nicht so einen Zirkus machen. Wie gesagt, ich wollte das Video ja eigentlich erst morgen machen, aber ich hatte jetzt einfach, genau jetzt wollte ich darüber reden und deswegen mache ich das jetzt auch. Und deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. So, gut ist. Und ja, wie gesagt, ab nächste Woche geht's wieder ganz normal. Mit vernünftigem Hintergrund. Einen sehr schönen Hintergrund. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Und ja. Ich habe euch auf jeden Fall ganz doll lieb. Wirklich, ich meine das wirklich, wirklich ernst. Und ja. Oh mein Gott, ich will eigentlich das Video gar nicht beenden, weil ich immer mit euch reden will. Ich will immer mit euch reden. Eigentlich will ich immer so 24 Stunden, so 24/7 mit euch sein. So einfach immer mit euch quatschen. Ich schwöre, das wäre immer so schön, ne? Wenn ich mit euch immer so quatschen könnte, ne? Ich glaube, wir müssen alle zusammenziehen und dann reden wir immer. Machen wir immer Ausflüge und so. Wäre doch voll schön, oder? Ich würde einfach bei jedem sein von euch. Mit euch quatschen. So, ich beende das Video jetzt hiermit und ja, wir sehen uns zum nächsten Video und ich hab euch ganz doll lieb. Tschüss.